Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Laut Bundesärztekammer gibt es rund 371.000 Ärzte in Deutschland. Die rechnen in der Regel direkt mit der Krankenkasse ab, aber natürlich auch immer mehr Rechnungen werden direkt an die Patienten gestellt. Immer wieder ein Streitfall. Verdienen die Ärzte überhaupt genug? Und letztendlich auch die Frage, kommen die Kassen wirklich für alle Leistungen in Verantwortung? Ja, liebe Zuschauer, das sind die Fragen, die wir auch heute unter anderem unserem Gast stellen möchten. Ein allgemeines Stimmungsbild von der Straße sehen Sie jetzt. Was glauben Sie, wenn Sie zum Arzt gehen? Was kostet das? Keine Ahnung, absolut noch nie Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. Das wird alles im Hintergrund geregelt. Meine Krankenversicherung macht das, die Techniker. Und ich gehe davon aus, dass sich das alles im Rahmen hält. Ich weiß es nicht genau, wirklich nicht. Ich glaube ja, viele Leute würden mit Ärzten anders umgehen, wenn sie wissen würden, was es kostet und würden nicht vielleicht zur gleichen Diagnose dreimal Ärzte besuchen, was gar nicht notwendig ist, sondern sie würden einfach überlegen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Man weiß ja, was man zahlt an Krankenversicherung, aber was man kostet und letztendlich weiß man ja nicht. Ich weiß es, weil ich mich mit der Gebührenordnung, sowohl mit der Gebührenordnung für Ärzte wie den anderen Abrechnungssystemen rein beruflich sehr auseinandergesetzt habe. Also ich weiß in etwa, was die Leistungen kosten. Ich finde, Ärzte verdienen zu wenig, unterm Strich. Ich denke, es hängt eher an den Krankenkassen, weil die müssen sich ja dann mehr oder weniger in die Karten schauen lassen, ja, wie die Finanzierung aussieht, was die Ärzte wirklich an Budget übrig haben. Und wenn man so sieht, wie Ärzte rechnen müssen zum Monatsende mit ihrem Budget, ja, dann stellt sich mir schon die Frage, ist das System, wie wir aufgestellt sind, bei den Krankenkassen sinnvoll? Ja, liebe Zuschauer, unser Thema heute, heilen unter Kostendruck, das Leiden der Ärzte. Zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich Michael Glofka. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der ZAB Abrechnungs GmbH aus Konstanz. Herzlich willkommen, lieber Michael. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, deshalb bleiben wir auch gleich bei du. Schön, dass du hier bist. Danke, freue mich, hier zu sein. Ja, also was ist denn jetzt dran an dem Gerücht? Verdienen jetzt die Ärzte genug oder doch nicht? Ja, schwer zu sagen, aber eigentlich einfach zu beantworten. Wir haben seit 2012 eine neue Gebührenordnung. Letztmalig war die 1988 definiert. Das heißt, wir hatten die Honorierung, insbesondere im Bereich der Zahnärzte, 24 Jahre lang nicht angepackt. Ein enormer Reformstau, der aufgelaufen ist. Gleichzeitig haben sich die Kosten mindestens verdoppelt in diesem Zeitraum. 2012, wie gesagt, kam dann eine große Reform der Gebührenordnung für Zahnärzte. Diese Reform hat aber leider 70% der Positionen unverändert belassen und nur einen Teil der GOZ angepasst. Und was leider völlig außer Acht gelassen worden ist, das ist die Entwicklung im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der neuen Behandlungsmethoden, die immer noch, sage ich mal, schwierig zu liquidieren sind. Es ist ja ein Klassiker, ich gehe zum Zahnarzt und dort bekomme ich diverse Leistungen. Der Zahnarzt sagt unter Umständen auch noch, ja, ja, das bezahlt die Kasse und dann will die nicht zahlen. Was jetzt? Passiert das oft? Genau, ja, selbstverständlich. Also das ist der Regelfall. Aber erstmal ist es so, dass der Zahnarzt die wirtschaftliche Aufklärung leistet. Dazu ist er verpflichtet. Das wird auch in der Praxis so gemacht. Das heißt, es werden Kostenvoranschläge erstellt. Diese Kostenvoranschläge werden dann in der Regel bei der Versicherung, insbesondere bei der Zusatzversicherung oder auch bei der privaten Krankenversicherung eingereicht. Mit der Erwartung, man bekommt eine Kostenübernahmeerklärung, hofft auf eine positive Kostenübernahmeerklärung. Und alleine schon dieser Rücklauf, der dann stattfindet, der ist sehr intransparent und nicht wirklich als definitive Kostenzusage zu verstehen. Hier entsteht Verunsicherung beim Patienten. Was ist denn da passiert? Hat sich da das Verhalten der Versicherungsgesellschaften grundsätzlich verändert? Ja, man muss natürlich eins vorausschicken, auch wenn gerade die ältere Generation den Eindruck hat, dass so eine Kostenzusage einen behördlichen Charakter hat. Man muss immer die Frage stellen, von wem kommt sie denn letztendlich? Es sind private Krankenversicherungen, oftmals Aktienkonzerne, die eigentlich einen Gewinnmaximierungsansatz haben und versuchen natürlich, diese Kosten zu reduzieren. Es gibt mittlerweile ausgeprägte Leistungsabteilungen bei jedem Versicherer, die in der Regel in erster Linie versuchen, die Kostenübernahme so gering und so niedrig wie
wie möglich zu halten und den bürokratischen Aufwand für die Arztpraxis massiv zu erhöhen. Dort, wo Aufwand entsteht, dort entstehen natürlich auch Kosten. Ärgerlich, wenn der Arzt sozusagen auf seinen Rechnungen sitzen bleibt. Dumm natürlich auch, wenn der Patient die Rechnung nicht bezahlen kann. Wie eine mögliche Lösung aussieht, liebe Zuschauer, und welche Rolle dabei auch sogenannte Abrechnungsgesellschaften spielen, darüber gleich mehr im zweiten Teil unseres Gesprächs. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Unser Thema heute, das Heilen unter Kostendruck. Und zu Gast im Studio ist Michael Glofka, er ist geschäftsführender Gesellschafter der ZHB Abrechnungs GmbH mit Sitz in Konstanz. Ja, einer der Top-Anbieter für Abrechnung im Bereich der Zahnärzte. Und da hat sich in letzter Zeit tatsächlich einiges getan, denn es gibt ein Spannungsfeld zwischen dem, was der Arzt will, dem, was eine Versicherungsgesellschaft will und natürlich dem, was ein Patient will. Der will einfach eine gute Behandlung bekommen, volle Leistungen, aber unter Umständen bekommt er die nicht. In welchem Spannungsfeld ist denn der Arzt heutzutage, gerade insbesondere der Zahnarzt? Genau, also der Zahnarzt hat zum einen mal die wirtschaftliche Gesamtsituation zu handeln und zu managen. Er hat sich für einen Beruf entschieden, nahe am Patienten im Bereich der Behandlung. Das ist das, was er im Fokus hatte. Und mittlerweile ist es einfach so, dass durch Kostenablehnen oder auch Anzweifeln der medizinischen Notwendigkeit einer Versorgung, dass er immer mehr in eine Rechtfertigungsposition gedrängt wird. Und die Versicherungen eigentlich genau wissen, dass er dafür weder Zeit hat, noch Lust hat, noch das Expertenwissen hat, um auf Basis der aktuellen Rechtsprechung eine Gebührenübernahme der Versicherung zu forcieren. Dazu braucht er eben spezialisierte Dienstleister. Wir haben 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, unheimliche Fachkompetenz und entlasten da die Praxen natürlich und schaffen für den Patienten Rechtssicherheit und entspannen die komplette Situation dadurch, dass wir eben auch Zahlungszielverlängerungen anbieten. Ihr habt vor 20 Jahren die Abrechnungsgesellschaft ZHB in Konstanz gegründet, die sich eben gerade auf die Abrechnung für Zahnärzte spezialisiert hat. Mal über den Daumen gepeilt, wie viele Fälle konnten denn dann doch von der Versicherung bezahlt werden, weil ihr euch eingeschaltet habt? Genau, also wir haben in 20 Jahren deutlich mehr als 30.000 Regulierungsfälle mit den Versicherern durchgekämpft, schaffen hier für Waffengleichheit, indem wir den Patient und den Arzt unterstützen. Und wir haben eine Regulierungsquote, die weit über 99% liegt. Das heißt, wir befrieden den Sachverhalt im Interesse des Patienten, auch im Interesse des Behandlers und sorgen in der Regel für eine Kostennacherstattung an den Patienten. Wie läuft es denn im Hintergrund wirtschaftlich ganz konkret? Der Arzt hat ja eine Rechnung. Wie kommt ihr ins Spiel? Wir sind eine Factoring-Gesellschaft, BaFin und Bundesbank lizenziert. Das heißt, wir haben einen Bankenstatus. Wir sind sogenannte Vorfinanzierer. Das heißt, wir erwerben die Forderungen. Deswegen bekommen die Patienten heutzutage in der Regel auch nicht mehr die Rechnung direkt von der Praxis, sondern von einer Factoring-Gesellschaft. Wir kaufen die Rechnung an, garantieren der Praxis einen schnellen und planbaren Auszahlung und sichern natürlich auch Ausfälle ab, wobei das auch sehr gering ist, muss man dazu sagen. Wie viel ist das circa? Der liegt im Bereich von 0,1% bis 0,2%. Das ist ja in der Tat recht wenig. Genau, ja. Aber die Patienten brauchen eben Unterstützung. Und da ist es so, wenn wir die Forderungen angekauft haben, fühlen wir uns auch verpflichtet, diese Forderungen zu regulieren. Ja? Wir können also dann, sage ich mal, die Transparenz schaffen, dass eben der Kostenerstatter oftmals derjenige ist, der hier blockt, der die Kosten nicht übernehmen möchte, der Unsicherheiten schafft. Und wir können dann oftmals aufzeigen, dass der Arzt sehr wohl ordnungsgemäß abgerechnet hat, teilweise auch weit unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, bloß die Versicherung eben sich schwer tut, neue Behandlungsmethoden oder auch aufwendige Sanierungen zu übernehmen. Mhm. Ja. Wie kann man denn insgesamt das Thema einschätzen, auch in Zukunft? Es tut sich ja unglaublich viel in der Forschung und in der Wissenschaft. Wie viel wird denn in Zukunft denn überhaupt noch beim Patienten ankommen?
Also beim Patienten ist es letztendlich so, dass er selber entscheiden muss, wie hochwertig er seine Versorgung haben möchte. Ja? Also wenn man heutzutage in einen amerikanischen Fernsehsender schaltet, dann sieht man eigentlich den neuesten Stand der Zahnmedizin. Das ist alles Hollywood-Lächeln, das ist sensationell. Aber das kann natürlich nicht über die Solidargemeinschaft der Versicherten jedem zugänglich gemacht werden. Das heißt, letztendlich muss der Patient entscheiden, welche Versorgung, welche Wunschbehandlung strebe ich denn an, und muss ich aber auch gewiss sein, dass nicht alle Leistungen von der Versicherung oder auch von der privaten Zusatzversicherung übernommen werden. Mhm. Du hast vor 20 Jahren mit deiner Frau gemeinsam das Unternehmen und auch weiteren Partnern gegründet. Eine unglaubliche Erfolgsstory. Ihr seid ausgezeichnet worden, warst unter den Top-Wachstums-Champions deutschlandweit, unter den Top 6 der Finanzdienstleister. Wenn man so erfolgreich ist, ihr baut jetzt auch noch mal aktuell in Konstanz und erweitert, dann gibt es natürlich auch andere große Player am Markt, die sagen, naja, dann kaufe ich dir doch mal auf. Ist das eine Option, dass du sagst, okay, ja, dann verkaufe ich halt das Unternehmen, kaufe mir eine schöne Yacht und ab auf See? Das ist keine Option. Auch nicht. Wir sind Inhaber geführt, wir sind Firmengründer. Wenn man so sagt, was mein Leben ausmacht, dann ist es schon die Firma und erfolgreich zu sein. Und wenn Sie von unabhängigen Unternehmen, sage ich mal, ausgezeichnet werden, dann ist es natürlich schön, ein toller Schulterklopfer. Und wenn Sie dann Kaufangebote bekommen von Mitbewerbern, dann ist es auch ein Signal, dass Sie einiges richtig machen. Ja. Und warum Standort Konstanz auch? Ja, Konstanz ist, sage ich mal, meine Heimatstadt. Aber wir haben natürlich auch eine ganz interessante Lage, weil wir im Dreiländereck sind. Und wir auch eine spezielle Dienstleistung für Schweizer Patienten anbieten und für österreichische Patienten. Die Schweizer haben eine andere Bedarfslage. Wir haben Währungsgarantien, die wir erstellen. Wir schaffen da Sicherheit auch für die Praxis, dass es im Euro-Wert dann auch tatsächlich so ankommt. Volatile Währung, teilweise 5% Differenzen innerhalb von einem Monat, gerade wenn man die letzten Monate sich anschaut. Ja. Ja, es bewegt sich offensichtlich einiges, auch in Zukunft eine echte Erfolgsstory made in Baden-Württemberg. Herzlichen Dank, schön, dass du da warst, lieber Michael. Danke, hat mich gefreut. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit bei Chefsache. Heute zu dem Thema Heilen unter Kostendruck, das Leiden der Ärzte. Spannende Hintergründe haben wir erfahren. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.